Damen und Herren, ich bin Volkan und begrüße Sie zum jungen Wahlforscher Trickbox. Die Regeln. Ich stelle den beiden Kandidaten eine Frage. Und wer zuerst buzzert, darf zuerst etwas dazu sagen. Die Zuschauer entscheiden für sich selber, wer gewonnen hat. Fangen wir an. Mindestlohn ist ein großes Thema in diesem Wahlkampf. Was sind Ihre Pläne für den Fall, dass Sie diese Wahl gewinnen? Natürlich muss jeder von einem Vollzeitjob auch leben können. Das wollen wir auch. Wir wollen allerdings, dass die Mindestlöhne nicht einheitlich durch die Politik festgelegt werden, sondern dass die Tarifpartner dies tun. Das haben wir für 4 Millionen Menschen bereits gemacht in Deutschland, in vielen Branchen, in der Leiharbeit, in der Pflege. Das ist ein Flickenteppich von Branche zu Branche, von Region zu Region. Und vor allen Dingen, es gibt viele Menschen, die bereits nach einem Tarifvertrag bezahlt werden, aber unter 8,50 Euro. Und die gucken durch die Röhre. Das sind die Gelackmeierten bei der Lohnuntergrenze von CDU/CSU. Mindestlohn. Der Mindestlohn ist die Untergrenze eines Lohnes, der nicht unterschritten werden darf. Steinbrück will einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Das bedeutet, niemand darf weniger als 8,50 Euro pro Stunde verdienen. Merkel will, die Tarifpartner sollen die Mindestlöhne für jede Branche bestimmen. Tarifpartner sind Leute, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer vertreten. Die Vertreter der beiden Gruppen treffen sich und einigen sich zusammen auf einen Mindestlohn. Die Löhne können hier auch niedriger sein als 8,50 Euro. In verschiedenen Arbeitsbereichen gibt es verschiedene Mindestlöhne. Wie soll es mit Griechenland weitergehen? Der entscheidende Punkt ist, ob nicht über die Ankündigung eines dritten Griechenland-Paketes wir uns eingestehen müssen, dass die bisherige Krisenstrategie, maßgeblich vorgetragen von dieser Bundesregierung, gescheitert ist, weil sie diese Länder nur in einen Teufelskreis nach unten bringt. Was fehlt, ist insbesondere die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Keiner weiß genau, wie sich die Dinge in Griechenland entwickeln. Mhm. Und ich als Bundeskanzlerin habe die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass der Reformdruck auf Griechenland nicht nachlässt. Deshalb diskutiere ich die Dinge, wenn sie anstehen. Ich sage auch, dass es sein kann, dass es ein neues Griechenland-Paket gibt. Kein Mensch weiß, wie groß es ist. Ich würde ganz gerne schon bei dieser Sendung wissen, wie denn dies funktionieren soll mit einer Pkw-Maut für Inländer, Frau Merkel. Denn Sie werden ja von Herrn Seehofer wahrscheinlich vor die Situation gestellt werden, dass er sonst keinen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Und ich würde gerne wissen, welche Konsequenzen das für Sie hat gegenüber Herrn Seehofer. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Das habe ich schon sehr, sehr lange und in vielen Interviews gesagt. Eine Pkw-Maut ist eine Art Eintrittsgeld für die Autobahn. Möchte man auf der Autobahn fahren, dann muss man Geld bezahlen. In Deutschland bezahlen bisher nur die LKWs eine Maut. Manche Politiker fördern eine Pkw-Maut nur für Ausländer. Das darf man aber nicht einführen. Es ist europarechtlich verboten, weil man Ausländer nicht schlechter behandeln darf als die Inländer. Nun kommen wir zu den Schlussstatements beider Kandidaten. Sie haben beide 30 Sekunden Zeit. Herr Steinbrück, bitte fangen Sie an. Jetzt, liebe Wille und Wille, haben Sie es in der Hand. Sie allein entscheiden über die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Sie allein. Wir haben 4 Jahre weitgehenden Stillstand erlebt. Vieles ist liegen geblieben. Vieles ist ausgesessen worden. Und das möchte ich gerne ändern. Dazu bedarf es einer Regierung, die geführt wird. Eine Regierung, die nicht im Kreisverkehr nur verhaftet ist, ohne Richtung und ohne Richtlinien, sondern die handelt. Deshalb möchte ich mit Ihnen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland dafür Sorge tragen, dass wir zum Besseren uns entwickeln. Das ist mein Plan von Deutschland und dafür werbe ich um Ihre Unterstützung am 22.09. Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Und wir hatten 4 gute Jahre für Deutschland und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden. Wir können das nur gemeinsam schaffen, erfolgreich zu sein. Ich möchte, dass wir eine starke Wirtschaft haben. Ich möchte, dass wir gute Arbeit haben. Ich möchte, dass wir mehr Bildung haben. Und ich möchte neue Ideen. Gewiss möchte ich nicht höhere Steuern und neue Belastungen. Ja. Haben Sie das TV-Duell gesehen? Nein, aber ich habe im Internet was darüber gelesen. Haben Sie das TV-Duell denn gesehen? Nee, leider nicht. Ich hatte keine Zeit. Ich bin mir selber sehr leid. Ich hätte es gerne gesehen. Ich habe nur ein paar Ausschnitte dann gesehen, die zwischendurch gelaufen sind. Aber nur so nebenbei. Zum Teil ja. Und warum zum Teil? Es hat mich nicht interessiert. Wer hat Ihrer Meinung nach denn überhaupt gewonnen? CDU.
Keine Ahnung, weil es ist, also meiner Meinung nach ist es oder so, man weiß oder so nicht, was man wählen soll, weil die reden so oder so nur. Ob sie es einhalten, das ist halt eine andere Sache. Ich denke mal, dass Frau Merkel das Rennen machen wird. Es sollte auf jeden Fall eine Partei gewählt werden, die umweltmäßig ein bisschen was macht. Ich denke, Merkel hat gewonnen, weil ich die paar Stellen, die ich gesehen habe, wahrgenommen habe, dass der Steinbrück sehr angespannt und nervös gewirkt hat und zum Teil auch aggressiv reagiert.